Heute sprechen wir über die drei wichtigsten Eigenschaften eines Abiturathleten. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Ihr wisst ja, ich verwende immer diese Metapher Abiturathlet. Warum? Weil ich ganz, ganz stark daran glaube, dass in der Oberstufe genau die gleichen Eigenschaften gefragt sind, wie wenn man im Sport erfolgreich sein möchte. Und da ich 10 Jahre lang Sport gemacht habe, genauer gesagt Triathlon, 4 Jahre davon bin ich auf höherer Leistungsebene, kann ich euch nur bestätigen, dass das auf der einen Seite sehr, sehr intensiv, sehr, sehr anstrengend sein kann, aber sich auf der anderen Seite ergebnistechnisch genauso lohnt. Und deswegen gebe ich euch heute die drei wichtigsten Merkmale, die du als Abiturathlet mitbringen musst. Erstens, die bedingungslose Bereitschaft, alles zu geben. Lasst uns keinen Schwachsinn erzählen. Du wirst in der Oberstufe viel lernen müssen, um gute Noten zu bekommen. Da kannst du noch so coole Lernstrategien, Lerntechniken, Lernmethoden, sonst irgendwas haben. Da kannst du noch so toll dich mit den Lehrern anfreunden. Du wirst dennoch lernen müssen. Das ist super entscheidend. Und genau deswegen ist die Oberstufe auch ein Marathon und kein Sprint. Ich gebe euch super gerne Hacks und die bringen euch auch in den gewissen Bereichen da mal noch einen kleinen Kniff und da die letzten 4%. Und das mache ich sehr gerne. Aber bitte vergesst bei all dem niemals, niemals, dass die eine entscheidende Grundlage für deinen gesamten schulischen Erfolg immer das Lernen sein wird. Es ist einfach so, da braucht ihr euch auch von niemandem Schwachsinn erzählen lassen. Wenn du nicht auf eine Prüfung vorbereitet bist, dann kannst du noch so smart das Ganze abrufen. Wenn da nichts drin ist, bringt dir das nichts. Und um viel zu lernen, um auch lange zu lernen, um auch mal auf eine Klausur zu lernen, auf die du keinen Bock hast, dich auch mal auf einen Test vorzubereiten, wo dich das Fach null interessiert, oder mal irgendwann spät abends noch ein Referat dahin zu hauen, was du zu spät mitbekommen hast und aber trotzdem unbedingt morgen halten musst, das macht manchmal keinen Spaß. Aber genauso geht es einem Athleten. Ein Athlet ist auch nicht immer im Training so, yay, endlich Training, sondern sich auch manchmal, was soll die Scheiße hier eigentlich? Aber deswegen ist es so wichtig, dass du wirklich für dich diesen bedingungslosen Willen hast, diese bedingungslose Bereitschaft, alles zu geben. Weil wenn du wirklich ernsthaft einen hochambitionierten Traumabiturschnitt, den du dir selbst gesetzt hast, erreichen willst, dann wird dir das alles abverlangen. Zweitens, der ausschließliche Fokus auf seinen Fortschritt. Allein schon in diesen paar Wörtern steckt so unfassbar viel. Als allererstes mal Fokus. Ihr wisst, dass Fokus eins meiner absolut, absolut Lieblingswörter ist. Einfach aus dem Grund, weil wenn du fokussiert an eine Aufgabe rangehst, wirst du diese mit so viel mehr Erfolg abschließen. Und das Schöne ist, in der Oberstufe und später auch im Abitur, du hast ja nur ein ganz konkretes Ziel vor Augen. Es geht dir einfach nur um diesen Traumabiturschnitt. Am Ende ist es diese eine Zahl, auf genau die du abzielen kannst. In allen anderen Dingen im Leben ist es total schwierig, alles so zu managen, weil alles sich so gegenseitig beeinflusst. Aber in der Oberstufe kannst du wirklich diesen krassen Fokus auf diesen Abiturschnitt aufbauen. Wirklich eine Prüfung nach der anderen, Lernsession, Lerneinheit, mit den Lehrern agieren, bam, 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 bam. Und das musst du dir wirklich, 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 wirklich zum Vorteil machen. Weil wenn du es wirklich schaffst, dann fokussiert auf deinen Fortschritt auch zu achten. Das sind nämlich die beiden entscheidenden anderen Punkte. Erstens, auf deinen Fortschritt. Es ist scheißegal, was andere machen. Es ist so egal. Es ist egal, ob deine Freunde wesentlich besser sind als du, ob deine Freunde dich die ganze Zeit runterziehen wollen und sagen, ey, komm, chill doch mal und so weiter. Es ist egal. Das ist im Prinzip so eine Sache, die mit deinem krassen Fokus einhergehen muss. Dass du im Prinzip so Scheuklappen aufhast und wirklich bam. Und was hier passiert, was hier passiert, was hier passiert, was hier passiert, vollkommen egal. Und eben auch auf deinen Fortschritt. Nicht nur auf deinen Fortschritt, sondern vor allem eben auch auf den Fortschritt an sich. Was eben auch wieder bedeutet, egal auf welchem Level du bist, ob du jetzt noch eine 3 bei deinem Notenschnitt vorne dran stehen hast oder ob du schon zu den absolut Besten deiner Klasse gehörst. Als Abiturathlet machst du immer weiter. Immer, immer weiter. Es hängt nicht davon ab, was die anderen machen. Du bleibst auf deiner Linie. Und egal auf welchem Level du bist, du versuchst immer, immer und immer wieder noch ein kleines Stück besser zu sein als gestern. Drittens, der tief verankerte Glaube an sich selbst. Die aller, aller, aller
aller erfolgreichsten Athleten der gesamten Menschheitsgeschichte haben immer, immer an sich geglaubt, egal was passiert ist. Muhammad Ali, I am the greatest. I said that even before I was. Und das ist der entscheidende Punkt. Und ganz ehrlich, das ist in meinen Augen noch eine der Dinge, die ich in so vielen Schülern vermisse. Und das ist nicht die Schuld von den Schülern bzw. von euch, sondern ganz, ganz viel auch vom System, weil extrem viel immer auf die Fehler geschaut wird. Immer, ah, das hast du nicht richtig gemacht, das hast du nicht richtig gemacht. Aber darüber sollten wir uns auch gar nicht beschweren, sondern es geht darum, dass du dir diesen Makel bewusst wirst und dann versuchst, mit ihm zu arbeiten und dir klar zu werden, wie unfassbar wichtig es ist, dass auch wenn dir oft deine Fehler gezeigt werden, auch wenn du vielleicht mal keinen Bock hast zu lernen und so weiter, dass du immer an dich glauben musst. Denn egal an welchem Punkt du stehst, egal an welchem Punkt, ob es bei dir gerade mega gut läuft und du deswegen selbst noch so bam, 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 oder ob es bei dir gerade richtig scheiße läuft. In beiden Fällen und allem dazwischen brauchst du den Glauben an dich selbst. Weil wenn es mal wirklich kacke läuft, wenn es mal wirklich kacke läuft, du willst unbedingt deine 1,3 im Abitur schaffen und dann kriegst du wie ich, aber hatte ich auch, keine Ahnung, 2 Punkte in einer Sozialkunde-Klausur. 6 Punkte in der Mathe-Klausur, was für mich wirklich schlecht war. 2 Punkte in der Physik-Ex. Auf einmal gibt dir irgendein Lehrer nur 9 Punkte in der Mitarbeit, obwohl du eigentlich da locker mit 13 und 14 gerechnet hast. Egal was es ist, okay, egal was es ist, diese Dinge werden zwangsläufig kommen. Hoffentlich nicht so oft, aber sie werden kommen. Und dann musst du an dich glauben. Weil der Punkt ist der, du kannst dich jetzt cool fühlen, weil du diszipliniert bist. Du kannst dich jetzt cool fühlen, weil du gut in diesen 3, 4 Fächern bist. Du kannst dich cool fühlen, weil du zu den Besten deiner Klasse gehörst. Du wirst einen Moment erleben, wo dir diese Dinge wegfallen, weil du dich nicht vorbereitet hast, weil es ein schlechter Tag war, weil auf einmal ein neues Thema drankommt, womit du dich super schwer tust. Es wird ein Moment kommen, wo all das wegfällt. Und das Einzige, was dann noch übrig sein wird, hier, der Glaube an dich selbst. Und das Schöne ist nämlich, genauso wie bei Muhammad Ali, in dem Moment, wo du an dich selbst glaubst, werden andere auch an dich glauben. Und das ist auch der Grund, warum ich das am Ende von jedem Video sage. Weil ich jetzt schon an euch glaube. Und ich möchte auch dadurch, dass ich das jedes Mal am Ende vom Video sage, dass es dadurch noch tiefer in euch reingeht und dass nicht nur ich an euch glaube und ihr schlussendlich an euch selbst, sondern auch alle anderen eurer Schule und selbst die alle der Meinung sind, dass du dein Traumabiturschnitt erreichen wirst. In dem Sinne, denk daran. Ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.